Servus Leute, in der Folge über Destiny geht es darum, wie man diese neuen Waffenornamente bekommt, um eure Waffen zu verändern, so wie hier zum Beispiel der Superspion, den man bei der Monte Carlo benutzen kann. Ist ganz einfach. Es gibt jetzt jede Woche, mir fällt nur das Wort die ganze Zeit schon nicht ein, weil ich habe leider schon aufgemacht, aber es ist ganz easy rauszufinden. Hier unten bei den Prämien von dem Hero Strike der Woche gibt es einen neuen Schatz. So ähnlich wie der Sterling-Schatz, wird auch genauso aufgemacht und den kann man einmal die Woche bei Hero Strikes bekommen. Also zumindest, wo man wirklich hundertprozentig sieht. Also jetzt bei keinem PvP-Modus oder auch bei keinem Arena-Modus, sondern bei dem Hero-Strike weiter zu sehen. Ob man jetzt bei Dämmerung-Strike auch bekommen kann, haben wir noch nicht getestet, weil wir haben noch keine Dämmerung heute gespielt. Aber zumindest hier haben wir ihn hundertprozentig bekommen. In dieser Kiste war jetzt bei allen von unseren Leuten immer ein Waffenornament drinne und ein Silberstaub drin gewesen. Also die Waffenornamente sind, wer noch nicht weiß, wofür die sind im Prinzip dafür da, wenn ihr jetzt hier die Monte Carlo habt, könnte man jetzt hier den Skin hier reinmachen, dass die Monte Carlo generell so aussieht bei Supervision. Ich würde zwar lieber warten, bis ich Royal Flush habe, aber theoretisch den Superspion könnte ich jetzt reinmachen. Also ganz easy, einfach nur diese Kisten aufmachen, Glück haben, dass eure Waffenornamente drin sind und ja, einmal die Woche Hero spielen. Dann sag ich danke fürs Zuschauen, bis dann.